Ja, moin, meine Diggers und Diggerinas, neues Q&A von mir. Weiter geht's nach dem Intro. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht die Zeit habe, jetzt alle Antworten von euch damit reinzuschneiden per Bild. Ich muss alles ein bisschen schnell machen, gerade ist es wieder ein bisschen spät geworden. Let's Play möchte wissen, kommt noch das Interview und wird irgendwann Facecam kommen mit der Maske? Zu beiden kann ich ja sagen, das Interview, das wird noch ein bisschen dauern. Der hat sich bis Mitte Dezember jetzt, glaube ich, verabschiedet. Der ist irgendwo in London unterwegs. Ja, Face kommt auf jeden Fall auch noch. Ich denke mal aber ohne Maske. Und wenn die Maske dann doch noch kommen sollte, dann vielleicht als so ein kleines Special oder so. Da muss ich mir was überlegen. Auf jeden Fall, Facecam kommt, das Interview kommt. Kannst dich schon mal drauf freuen. Matze schreibt, warum verbessert Ubisoft nicht Rainbow Six Siege? Immer nur neuer Content. Also dazu kann ich dir sagen, ich bin natürlich nicht in den speziellen Prozessen dabei, die die einzelnen Dinge betreffen. Aber was wir halt immer wieder sehen, sie verbessern schon einige Dinge. Sie passen Dinge dem momentanen Gameplay an. Natürlich schleichen sich leider Gottes auch immer wieder Bugs da rein oder alte Bugs gehen wieder zurück. Das kennen wir alle. Und ich finde es natürlich auch doof, dass Ubisoft das nicht so richtig hinbekommt, so wie wir uns das vielleicht wünschen. Aber ich weiß nicht, immer nur neue Content. Es gibt auch oftmals recycelten Content, was wir halt dazu ja gerne sagen, wenn zum Beispiel eine Waffe schon doppelt oder dreifach drin ist. Da kommt zum Beispiel keine neue Waffe. Und warum das so ist, das kann ich dir leider nicht sagen. TPS Toxic schreibt, geht es dir gut und was hat dich dazu verleitet, dass du YouTube und Twitch verlassen wolltest? Aus welchem Bundesland kommst du? Mir geht es auf jeden Fall gerade ganz gut. Was mich dazu verleitet hat, YouTube und Twitch zu verlassen, das habe ich in dem großen Video erzählt, was du auch, glaube ich, kommentiert hast. Und zwar die Gründe, warum ich aufhören wollte, es aber dann doch nicht getan habe. Das ist so ein 17-Minuten-Video, ich meine, war es auch dabei. Und ich komme gebürtig aus dem Land Niedersachsen. Lawmoon möchte wissen, ob mir nach all den Jahren Rainbow Six immer noch Spaß macht. Es hat natürlich alles seine Ups und Downs, aber im Großen und Ganzen macht es mir immer noch Spaß. Jetzt gerade auch, wo ich diese ganze Teamgeschichte für mich entdecke, das ganze ESL-Gedöns so ein bisschen für mich entdecke, mich immer weiter verbessern, wieder neue Sachen kennenlernen. Also man lernt im Prinzip nie aus, weil es so viele Bereiche noch zu sehen gibt in Rainbow Six. Ob es jetzt, wie ich das gerade mache, ESL ist oder irgendwie was anderes ist oder halt neue Operator. Ich finde, das Game hat immer noch ein bisschen was zu bieten und noch ist es nicht komplett kaputt. EK will wissen, wie alt ich bin, woher ich komme, die Nationalität und wie ich das Haus des Geldes-Event finde. Ich bin 28, ich komme aus Deutschland und das Haus des Geldes-Event habe ich noch nicht ein einziges Mal gespielt. Ich glaube, das zeigt schon, wie interessant ich das finde. Vorher habe ich übrigens jedes Event gespielt und das ist das Erste, was ich irgendwie auslasse, weil es mich nicht interessiert. Mystic Hawk schreibt, hast du irgendwelche neuen oder auch ältere Spiele im Blick, die du unbedingt streamen bzw. auch als Let's Play machen würdest, die jetzt nicht so bekannt wären? Bestes Beispiel zu relativ unbekannt wären zum Beispiel Mirror's Edge, ein Titanfall 2, die Story oder ein Watch Dogs. Achso, meine Kreditkartennummer bekommst du übrigens nicht. Das verstehen jetzt auch nur die Leute, die in die Community-Sektion geguckt haben und seinen Kommentar gesehen haben. Puh, also Let's Play werde ich sowieso nicht mehr auf meinem Hauptkanal bringen. Höchstens auf meinem Zweitkanal, wenn ich dazu irgendwie noch Lust und Laune hätte. Eigentlich will ich die Sachen auch mehr streamen, das Ganze dann zu einem Live-Let's Play machen. Und da sind auf jeden Fall auch ältere Spiele dabei, auch unbekanntere Spiele, wie zum Beispiel ein Mad Max. Finde ich sehr, sehr geil. Da habe ich auch ein einziges Mal, habe ich das, glaube ich, schon live gestreamt. Das ist bestimmt schon ein halbes Jahr oder Jahr her. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht und seitdem habe ich irgendwie nie wieder die Zeit gefunden, das zu machen. Aber ich habe definitiv Bock darauf und es macht auch relativ viel Spaß, Live-Let's Plays zu machen. Das ist irgendwie so mein Ding mittlerweile, so das Ganze halt live zu machen mit Interaktion und so und halt nicht mehr bloß als Video auf Abruf. Habe ich ja schon mit dem ein oder anderen Indie-Game bewiesen. Oder jetzt halt auch das neue Beispiel mit COD, die Story zum Beispiel, die muss ich weiterspielen. Oder auch von Blair Witch Project. Also ihr seht schon, da ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge offen. Und halt nicht nur so der Standardkram wie Rainbow. Du darfst dich auf mehr freuen. Humukil 2002 möchte wissen, was ich von Overwatch halte. Overwatch habe ich tatsächlich schon eine ganze Weile damals gespielt, als es rausgekommen ist. Das habe ich damals gesponsert bekommen von einem Keystore. Und dann ist es ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil andere Spiele gekommen sind, wie zum Beispiel ein Rainbow, die dann mehr Spaß gemacht haben. Und ja, ich weiß nicht, Overwatch ist nie so gewesen, dass ich gesagt hätte, boah, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Es ist halt ein Ability-Shooter, aber das Ganze mit diesen Abilities und hin und her, das, ich weiß auch nicht, das ist für mich nichts Ganzes, aber auch nichts Halbes. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel nicht schlecht ist, nur für mich hat es nicht so die Linie, dass ich sage, okay, ich mache jetzt irgendwie, ich konzentriere mich jetzt aufs Fraggen oder ich mache dies und das und jenes, weil es halt einfach so viele verschiedene Rollen gibt. Und wie gesagt, Ability-Shooter ist nicht ganz so meins. Ich habe da zwar einen auf dem Schirm, der ist noch nicht draußen. Dazu will ich aber noch ein Video machen. In der Hoffnung, dass das nicht ganz so auf Ability geht, sondern mehr auf Shooter-Richtung bleibt. Cypress Kill möchte wissen, zockst du noch Modern Warfare? Und die Antwort ist ja. Erst gestern Sonntag habe ich das wieder, ich glaube, 4 oder 6 Stunden gespielt, irgendwie so. Und ich bin jetzt endlich Level 53 für die AK-47. Meine Fresse. Und eigentlich sollte heute auch wieder ein Modern Warfare Guide kommen, aber das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Ich hoffe, das kriege ich
jetzt heute am Montag hin und wusel das Ganze dann zusammen für Mittwoch. Also wenn du jemanden kennst, der Modern Warfare liebt und der jetzt meinen Kanal noch nicht kennt, dann empfehle mich weiter. Würde ich extrem feiern. Jakob Plays fragt, was würdest du Leuten empfehlen, die in den kompetitiven Bereich einsteigen wollen? Da muss ich dich fragen, was meinst du denn mit kompetitiven Bereich? Meinst du schon Ranked oder ist es erst die ESL? Denn in Ranked fängt es ja schon an mit dem kompetitiven Bereich, wenn man es genau sehen möchte. Eigentlich schon dann, wenn man Rainbow Six startet. Das ganze Game ist mittlerweile doch schon relativ verschwitzt geworden. Und die Leute zeigen im Ranked auch, was sie wollen. Das ist manchmal ziemlich anstrengend. Was ich auf jeden Fall safe empfehlen kann, ist nicht aufzugeben und dran zu bleiben. Sich weiterzuentwickeln, weiter lernen zu wollen, Kritik einzustecken und diese dann auch umzusetzen, wenn was Vernünftiges dabei ist. Es gibt verschiedene Leute, die schlagen natürlich ein bisschen über die Stränge mit ihrer Kritik, aber sowas sollte man sich nicht allzu sehr zu Herzen nehmen. Wichtig dabei ist einfach nur, dass man den Spaß nicht verliert, dass man Lust hat, sich immer weiterzuentwickeln und auch wirklich Zeit zu investieren. Gerade der Anfang ist schwierig, aber wenn man das erstmal überwunden hat und viel gelernt hat, dann geht das eigentlich. MC Bauernlatte schreibt, wenn man aufgrund der Entwicklung von Rainbow Six nicht mehr motiviert ist zu spielen, aber den Gunfight mag und zudem keine Killstreaks ähnlich COD mag, welches Spiel würde deiner Meinung nach in Zukunft dazu passen und wäre ein Support von dir denkbar? Ein Game ist wie gesagt noch in Entwicklung, das beobachte ich auch schon ganz aufgeregt und wenn es soweit ist, dann werde ich dazu noch ein Video bringen. Aber momentan ist leider nichts wirklich auf dem Markt, Digi. Ich glaube, das ist ein Problem. Und das wissen die Hersteller ja auch. Und ich glaube, dass uns in ein, zwei Jahren oder na, spätestens sagen wir mal in drei oder vier Jahren was wieder was erwarten wird, wo wir alle sagen, ja, das macht Bock. Aber bis es soweit ist, musst du dich wohl leider gedulden. 100 Abos ohne Video möchte wissen, hast du Tiere? Und weil ja, was für welche? Es sind zwei Kater, zwei Hauskater, ganz normal, Katzen, Matzen, dies, das. Mehman Kasi möchte wissen, was hältst du von den neuen Operatoren? Das habe ich schon großflächig beantwortet in meinen beiden Guides zu Warmai und Kali. Also gönn dir die beiden Videos, da erfährst du auch meine Antwort dazu. Rugged Spacebar möchte wissen, zu welchen Projekten bzw. Spielen werden in nächster Zeit Streams und Videos kommen? Fragen nebenbei, wie geht's Ari bzw. dir und Ari im Sinne von gemeinsamer Zeit? Hoffentlich gut, Hashtag Herde. Luftholen. Zu der Zeit ist nichts Besonderes geplant, außer weiter Rainbow Six. In Streams auf jeden Fall und auch in Videos. Modern Warfare leider nur Videos, weil meine CPU das irgendwie nicht richtig mitmacht und es immer wieder ruckelt und laggt und das nervt mich einfach zu Tode. Und ja, und Ari und mir geht's auf jeden Fall wieder besser und Ari an sich auch gut. Danke der Nachfrage. Max Kaiser möchte wissen, wie gefällt dir die gesamte Rainbow Six Veränderung? Ist alles richtig? Wenn nein, was würdest du verändern? Boah, Digi, die Frage ist auf jeden Fall ziemlich deep. Also ich würde sagen, es ist nicht alles richtig. Die gesamte Rainbow Six Veränderung, ja, wie finde ich die? Also einige Dinge gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich finde es aber immer noch nicht gut, dass wenn Bugs gefixt werden, dann wieder andere dafür reinkommen oder sogar wieder alte, die von vor Monaten schon da waren, wieder reinkommen. Was in letzter Zeit, muss man aber auch zugeben, relativ selten der Fall ist und weniger vorkommt, was ich auf jeden Fall gut finde und begrüße. Was mich auf jeden Fall extrem nervt und was ich verändern würde, wäre der Sound. Das regt mich übertrieben auf. Ich habe absolut immer wieder Probleme, die Steps richtig zu orten. Manchmal klappt das auch wunderbar. Der Sound funktioniert in dem Game natürlich etwas anders als in anderen Shootern, wie man es kennt. Und vielleicht ist auch genau das, was mich halt einfach nervt. Es ist nicht wirklich immer ersichtlich, von wo der Step kommt, weil manchmal hört man es auch von unten, dann ist er aber oben. Oder man denkt, er ist hinten, obwohl er links ist. Das ist halt manchmal echt ein bisschen komisch. Und ich habe wirklich kein schlechtes Audio-Equipment hier. Das würde ich definitiv ändern. Let's Play fragt schon wieder, sollte die ESL nur ab 18 erlaubt sein? Und dazu sage ich ja. Mit 18 ist man schon relativ weit in der Schule, hat soweit den ersten wichtigen Kram hinter sich, der wirklich wichtig ist für das weitere Leben. Und deswegen finde ich das schon ganz gut, dass das ganze Ding ab 18 sein sollte. Kiko fragt, kannst du eventuell mal nur noch entweder einen MFZ-Discord oder einen MFZ-Teamspeak haben? Das ist wie bei YouTube und Twitch. Das spaltet da halt ein bisschen die Community. Da sind wir schon überlegen. Die Jungs von Teamspeak, die sind schon dran, das Ganze so ein bisschen abzuändern. Das wird wie in Richtung Discord gehen. Und da muss man am Ende gucken, was man macht und ob man das überhaupt macht. Kann natürlich auch so kommen, dass wir sagen, Discord nur noch für die Community und der Teamspeak nur noch für die Clanmates. Solo Yoshi möchte wissen, ob ich Schnitzel mag und natürlich mag ich Schnitzel. Gibt es eigentlich irgendjemand da draußen, der keine Schnitzel mag? Oder gibt es vielleicht sogar jemanden, der nur vegane Schnitzel mag oder vegetarische? By the way, vegetarische bzw. vegane Schnitzel habe ich auch schon probiert und schmecken super lecker, ohne Scheiß. Was heißt probiert? Ich esse ja eigentlich relativ oft. Verfressen. Kurz bevor der Autismus ballert, komme ich zur nächsten Frage. Matze will wissen, findest du es okay, absichtlich glitschende Teammates oder Randoms zu killen? Und er sagt mir auch noch, dass ich nicht aufgehört habe mit YouTube. Ich finde es definitiv okay, auch wenn Teamkills an sich nicht eine coole Sache sind. Aber für diesen Fall würde ich schon sagen, ja, könnte ich tolerieren. Eher finde ich es besser, wenn man geschlossen auftritt und solche Spieler aus der Runde entfernt. Patman möchte wissen, was machst du sonst hobbymäßig außer zocken? Digi, ganz ehrlich, das Zocken und YouTube und Gedöns und Stream, bla bla, das frisst mich so krass auf von der Zeit. Da komme ich wirklich zu wenig anderem. Aber sonst treffe ich mich gerne mit Kumpels oder mache natürlich gerne was mit Ari zusammen. Also mal abseits vom Rechner natürlich. Damit man am Ende diese Aktivität wieder zum Zocken kommen kann. Versteht ihr? Das ist wie ein geschlossener Kreislauf. Bin halt irgendwie so der absolute Nerd/Gamer, ist halt so. Der Aldoras hat mehrere Fragen am Start.
Start und ich fange direkt mit der ersten an. Er fragt mich nämlich, was ist mein Plan für die Zukunft? Auf jeden Fall gesund bleiben, die Ausbildung abschließen und dann gucken, dass man auf jeden Fall jobtechnisch safe ist, sodass ich mir nicht irgendwie Sorgen machen muss. Aber auch darauf achte, dass ich dabei nicht kaputt gehe. Und auf YouTube gesehen natürlich wachsen, 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 euch mit coolen Videos unterhalten, alle Kommentare weiterhin beantworten, die ihr mir schreibt. Und ja, ich würde sagen, das ist erstmal so, ja, so ein kleiner Plan für die Zukunft auf jeden Fall. Willst du dich weiterhin auf Modern Warfare / Rainbow Six fokussieren oder auch mal andere Spiele ausprobieren? Vielleicht mal ein lustiges Survival-Spiel auf einer Insel mit Bases? Du meinst garantiert nicht Rust damit zum Beispiel? Nein, nein, nein. Es wird bestimmt noch neue Projekte geben. Ich weiß nun jetzt noch nicht, was es sein wird. Denn Modern Warfare und Rainbow Six, die fressen schon ziemlich viel meiner Zeit und die machen mir ja momentan auch am meisten Spaß. Und deswegen wird es zu diesen beiden Games erstmal Videos geben. Vielleicht kommt auch noch ein drittes Game dazu. Vielleicht höre ich auch irgendwann auf, Modern Warfare oder Rainbow Six zu spielen. Man weiß es ja nicht. Irgendwann in ein paar Jahren oder so. Je nachdem, wie sich diese Games denn nun entwickeln werden. Und die nächste Frage von ihm: Wirst du auch weiterhin YouTube machen, wenn du mal anfängst zu arbeiten? Beziehungsweise würdest du, wenn YouTube es ermöglicht, nur von YouTube leben und nicht arbeiten? Das ist generell relativ, ich glaube, oder sogar ziemlich einfach zu beantworten. Ich glaube, wenn ich mich komplett auf YouTube fokussieren könnte, wenn es vom Geldlichen her passt, dann würde ich mich komplett auf YouTube und Streams fokussieren. Weil ich mich dann komplett auf Streams und diese zu verbessern oder eben auch auf die Videoproduktion konzentrieren könnte. Und das wäre mal ein neuer, geiler Abschnitt für mich, glaube ich. Denn man weiß ja nie, wenn es einmal läuft, man kann wirklich davon leben, sagen wir mal, wirklich vielleicht sogar nur ein Jahr oder zwei, kann man immerhin am Ende sagen, hey, ich habe das gemacht für eine kurze Zeit, war cool, jetzt muss ich leider wieder normal arbeiten, aber hey, was soll's. Und die letzte Frage von ihm: Was hältst du denn mal von einem Community-Format, in dem wir, die Community, dir Clips zu senden und du damit eine Montage oder so ein welcher Clip ist der beste Video machst? Was ich definitiv noch vorhabe, das sind spezielle Formate mit meinen Abonnenten und Followern. Ich muss halt natürlich nur gucken, wie das alles zeitlich passt, denn man ist natürlich auf mehrere Leute dann angewiesen, die müssen dann auch wirklich alle zu dem und dem Zeitpunkt können, dann darf dann keiner fehlen und ich muss mir dazu noch genau Gedanken machen, aber da ist auf jeden Fall was im Planung, ja. Mucki möchte wissen: Angenommen, in Jahr 5 kommt wieder eine neue Map und 3 Reworks. Welche Maps würdest du wählen? Ich glaube, ich hätte Bock auf Bartlett University. Du hast ja noch die Maps Chalet, Oregon und Skyscraper genannt, die oft auch im Zusammenhang damit genannt werden zu dem Thema. Ich muss allerdings sagen, ich bin nicht wirklich gut darin, diese Schwächen der Maps relativ schnell zu erkennen und dann auch direkt zu sagen, okay, das gefällt mir nicht, ich brauche dafür mal eine gewisse Zeit. Und deswegen würde ich halt wirklich nur sagen, Bartlett University, weil da gibt es halt wirklich ein paar Spots, die extrem nervend sind. Und daher bleibe ich bei dieser Map. Justin möchte wissen: Wird sich Rainbow Six Siege die nächsten 1-2 Jahre noch halten? Wenn nein, woran könnte es liegen? Rainbow Six hat auf jeden Fall das Zeug dazu, sich noch mehr als 2 Jahre zu halten, meiner Meinung nach. Allerdings ist das stark abhängig von der Community und wie viel man da noch ertragen will. Neuere Spieler sind da natürlich nicht so gefrustet wie schon ältere Hasen, die das Spiel schon länger spielen. Sollte es Ubisoft allerdings schaffen, eine gesunde Linie zu fahren für die Community und das Spiel natürlich an sich, dann glaube ich, dass das noch wirklich so, ja, sagen wir mal, noch so 5-6 Jahre läuft. Und noch gibt es keinen wirklichen Konkurrenten für das Spiel. Muss man natürlich auch mal so sehen. So, und an der Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich habe das Video natürlich nicht geschafft, noch für den Montag, also gestern, hochzuladen. Tut mir sehr, sehr leid, Freunde. Deswegen sitze ich den heutigen Tag, den Montag, da dran, um das fertig zu machen, damit ihr morgen am Dienstag was zu schauen habt. Als nächstes will ich wieder ein Modern Warfare-Video vorbereiten. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen will, wie ich es machen will. Wenn ihr noch Ideen habt oder so, was ihr in Modern Warfare gerne sehen wollt, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin jetzt raus, euer Odix und ciao.